Hallo und herzlich willkommen again im Moor. Diesmal zweite typische Baumart, die man im Moor finden kann, die Kiefer. In diesem Fall handelt es sich tatsächlich um eine Unterart. Pinus silvestris. Varietät, ich bin mir nicht sicher, ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls, auch das ist eine Kiefer. Kiefer, schön daran zu erkennen, dass sie halt zwei Nadeln an einem Kurztrieb hat. Jetzt will ich erst mal erzählen. Bestimmung, wie gesagt, ist ja eigentlich nicht geplant, dass das hier groß noch mit drin ist. Ich blende euch ja immer diese uralten Baumbilder ein, wo man dann noch mal ein bisschen was vom Aufbau der Baumart sehen kann. Für nähere Informationen zur Bestimmung, wie gesagt, woanders nachgucken, in einem anderen Video gucken oder sonst wie. Hier soll es jetzt nur um die Anwendung gehen. Und dazu kommen wir auch gleich, beziehungsweise zur Verbreitung. Kiefer, ganz ähnlich wie Birke. Wo man Birke finden kann, kann man auch auf Kiefer finden. Also wer das Birkenvideo gerade gesehen hat, beruft sich das vielleicht noch mal in Erinnerung. Für diejenigen, die das Birkenvideo nicht gesehen haben, Kiefer ist eine Pionierbaumart, steht typischerweise da, wo die anderen Bäume nicht hinwollen. Bedeutet, Kiefer findet man auf sehr armen Sandböden, sehr trockenen Sandböden. Man findet sie in komplett Brandenburg überall. Man findet sie in komplett, naja, nicht in komplett, aber in großen Teilen Thüringens, in großen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns. Man findet sie in Nordbayern viel und auch in Sachsen ist sie recht häufig. Sachsen hat aber auch wiederum viele Fichte und so weiter. Also Kiefer finden im Regelfall kein Problem. Generell im norddeutschen Bereich, auch Niedersachsen hat viel Kiefer, norddeutsche Hälfte. Viel Kiefer anzutreffen. Auch direkt in Küstennähe kann man auch Kiefern finden. Hier im Süden natürlich vorkommend tatsächlich im Moor, auf Felsklippen. Also entweder sehr nass oder sehr trocken, halt dann eben entsprechend. Aber sie ist die immer noch zweithäufigste Baumart oder dritthäufigste Baumart im deutschen Wald. Also Kiefer werdet ihr in allermeisten Fällen nicht lange suchen müssen. So, dann, was kann man mit der Kiefer machen? Die Kiefer ist unter den einheimischen Gehölzen wahrscheinlich das Teil mit dem meisten Harz. Harz ist also wichtig. Das prägt auch die Holzeigenschaften der Kiefer. Sie eignet sich als Schnitzholz theoretisch sehr, lässt sich sehr gut bearbeiten, sehr gut schnitzen. Aber durch den hohen Harzgehalt werdet ihr da wahrscheinlich wenig Freude haben, weil ständig euer Messer harzig ist, eure Säge total zu harzt, wenn ihr da dann rumsägt. Mit dem Beil ist es vielleicht nicht so schlimm. Harz bekommt man übrigens von seinen Werkzeugen insbesondere damit gut wieder ab, dass man Öl nimmt. Harz ist öllöslich, normales Speiseöl. Wer da irgendwie drankommen kann im Survival-Szenario, wer nicht drankommen kann, kann Bucheckern auspressen. Buche hatten wir auch schon in dieser Reihe. Einfach Bucheckern in ein Taschentuch füllen, sehr, sehr, sehr stark entsprechend wringen. Und dann kommt da ein, zwei Tröpfchen Öl vielleicht raus. Die reichen aber dann schon, um zum Beispiel sein Messer zu entharzen, nachdem man an der Kiefer rumgeschnitzt hat. Kiefernholz ist ein hervorragendes Brennholz aufgrund des hohen Harzgehaltes. Holz, das Harz enthält, hat nämlich einen höheren Heizwert als Holz, das kein Harz enthält. Das heißt, ihr habt tatsächlich, wenn ihr harzreiches Nadelbaumholz verheizt, mehr Hitze aus eurem Holz, also pro Gramm Holz, als ihr bei Laubbäumen kriegen könnt. Das heißt jetzt nicht, dass das eine besonders gute Glut gibt, aber das heißt auf allen Fällen, dass man es besser anzünden kann. Will man sich also einen Stapel Holz zurechtlegen, um zum Beispiel ein Notsignalfeuer anzulegen, dann wäre Kiefernholz ein dafür ausgesprochen gut geeignetes Material, weil es brennt relativ schnell an und dann brennt es mit heller Flamme, heißer Flamme, gut sichtbar. Das wäre auf jeden Fall so eine Spezialanwendung. Ansonsten einfach ein sehr gutes Brennholz, um Hitze zu erzeugen. Hoher Heizwert heißt nicht unbedingt brennt lange. Kiefernholz ist relativ leicht und weich. Nicht ganz schlimm, aber schon ziemlich. Und damit ist es auch recht schnell wieder wegverbrannt. Noch ein Grund, weshalb es sich leicht entzünden lässt. Also das wären jetzt so die wesentlichen Brenneigenschaften. Theoretisch, ich habe es ja schon gesagt, gut zu bearbeiten. Aber der Harzanteil klebt euch halt alles zu. So, sonstige Anwendung von der Kiefer. Theoretisch hat sie essbare Samen. Die kann man völlig problemlos roh futtern. Die enthalten auch sehr, sehr viele Kalorien. Aber die sind winzig, winzig, winzig klein. Und man würde der Arbeitsaufwand zum Sammeln von Kiefernsamen ist einfach so hoch, dass man mit der Energie, die man daraus ziehen kann, nicht wirklich satt wird. Also nur theoretisch interessant. Des Weiteren natürlich das Harz selber als Anwendungskomponente kann man verwenden, um drauf rumzukauen, wenn man schlechten Geschmack im Mund hat, als Kaugummi sozusagen. Hilft auch in gewisser Weise tatsächlich, um das Hungergefühl zu unterdrücken, psychologisch. Muss man natürlich mögen. Des Weiteren ist es ein Klebstoff, es ist ein Brennstoff,
Eine Harzlampe kann man sich relativ einfach bauen, indem man, wenn man irgendeine alte Dose findet oder sich ein Holzgefäß nimmt, Harz in irgendeinem anderen Gefäß, das sollte dann allerdings wirklich eine Dose oder ähnliches sein, einschmilzt und das flüssige Harz in ein Holzgefäß kippt, dann noch einen Docht vorher reinsteckt, kann irgendein Pflanzenmaterial, gut saugfähiger Art sein, verwobene Pflanzenfaser, also im Prinzip so ein geflochtener Docht zum Beispiel, ja, wenn ihr kriegen könnt, Hanf im Idealfall, bestes Material, um sich eine Schnur zu improvisieren, oder ihr habt noch irgendwo eine Schnur oder ein Stück Stoff, irgendwie sowas, gibt eine wunderbare Kerze, brennt hervorragend, brennt sehr lange, dafür braucht man natürlich viel Harz. Harz kann man an Kiefern dann immer gut finden, wenn sie irgendwo verletzt sind. Da harzen sie besonders viel aus. Das weiß eh schon jeder, das muss ich niemandem erzählen. Aber ist auf jeden Fall ist so, wenn man eine Kiefer hat, die völlig unverletzt ist und möchte gerne Kiensparen finden, also ohnehin schon holzgetränktes Harz, was dann harzgetränktes Holz, was dann ohnehin besonders lange brennt, das findet man entweder in der Wurzel vom Baum. Man findet es an Stellen, wo der Baum verletzt wurde, im Fall von einem abgesägten Baum im kompletten Wurzelstock. Und ansonsten immer in den Astansatzstellen. Insbesondere wenn der Ast mal abgebrochen ist und jetzt haben wir einen gefällten Stamm vor uns liegen und finden alte Astlöcher. Am Rand dieser alten Astlöcher findet man meistens auch eben entsprechend Kienholz, Kienspan, wie auch immer man das dann nennen möchte. Insbesondere bei Kiefern, die schon lange umgestürzt sind und schon langsam vor sich hin verrotten, ist Kienspan recht einfach zu finden. Der verrottet nämlich als allerletztes. Es kann euch also passieren, dass ihr einen Haufen morsches Holz findet und mittendrin ist noch ein wunderbares Stück Kienspan, kaum verrottet. Harz wirkt antibakteriell. Das heißt jetzt nicht, man muss ganz viel Harz fressen und kriegt dann keine Bakterieninfektion. So funktioniert das jetzt auch wieder nicht. Aber für das Holz wirkt es antibakteriell. Man kann, wenn man ganz verzweifelt ist, das ist aber wirklich Verzweiflungsmaßnahme, wenn man einem nichts Besseres mehr einfällt, Harz auch in eitrige und stark entzündete Wunden reinschmieren, damit es halt nach Möglichkeit da die Keime und so weiter und so fort rauszieht. Das tut es bis zu einem gewissen Grad, aber das sollte man wirklich nur dann machen, wenn es darum geht, ob du dir gleich die Kugel setzt oder ob du noch mal vorher was versuchst. Ne? Also in so einem Verzweiflungsstadium kann das helfen. Kann. Es wird auch keine Wunder bewirken. Überlasse ich jedem selber, inwiefern er sowas versuchen möchte. Kiefernharz bietet sich halt für all die Harzanwendungen deswegen an, weil es besonders gut zu bekommen ist, besonders einfach zu finden ist, schlicht und ergreifend. Weitere Harzanwendungen brennbar. Ja, als Klebstoff natürlich noch verwendbar, wenn man sich eine Feuersteinklinge in einem Stock festmachen will, um einen Wildschweinspeer zu haben, damit bloß nicht Wildschweine jagen gehen. Aber theoretisch. Und ja, das so die wesentlichen Anwendungen der Kiefer. Kiefernadeln kann man eventuell vielleicht noch für einen Reisigbesen gebrauchen. Das wäre aber ein relativ schlechter Reisigbesen. Und zugegeben ist ein Besen jetzt nicht unbedingt ein Survival-Gegenstand. So viel zur Kiefer. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.